Ein schnurriges Willkommen bei Kitty Plays the Dig. Letztes Mal haben wir uns hier alle Orte angeguckt und haben in dem Raumschiff-Wrack einen Geist gefunden, das Kabel und ein komisches Gerät, das ihm in irgendeine Richtung zeigt. Ach ja, und dieser komische Geist hat einen gravierten Stab fallen lassen. So. Ich bin jetzt mal gespannt, ob dieses komische Gerät uns irgendwo hinführt. Ich gucke jetzt mal alle Orte durch, ob ich da nicht vielleicht noch was finde. Okay. Ich glaube, wir können mit Sicherheit sagen, dass dies kein natürliches meteorologisches Phänomen ist. Was ist mit einer Luftspiegelung? Stimmt irgendjemand für eine Luftspiegelung? Es wusste, dass wir hier sind. Es wollte uns irgendetwas sagen oder zeigen. Seien Sie nicht zu voreilig mit einem solchen Anthropomorphismus. Woher sollen wir wissen, wie Leben hier aussieht? Es könnte lebendig sein. Oder es könnte eine Art automatisches Leitsystem sein. Wir haben es im Wrack eingeschaltet und jetzt führt es uns. Sie meinen, es ist das letzte Aufbäumen eines holographischen Fremdenführers? Oder die Hafenpolizei. Vielleicht heißt es, wir sind festgenommen und dürfen uns nicht bewegen, weil uns sonst in 15 Sekunden ein Selbstschusslaser grillt. Hören Sie auf. Vielleicht finden Sie das lustig, aber das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein kleiner Junge, der mir Angst einjagen will. Wenn ich Ihnen Angst einjagen wollte, würde ich erzählen, es war der Geist eines längst verstorbenen Außerirdischen. Woher wissen Sie, dass es kein Geist ist? Nur Habsal. Was? Sie meinen, so enden Außerirdische nach ihrem Tod? Dann hoffe ich wirklich, das hier ist die Hölle, denn meine Vorstellung vom Himmel sieht etwas anders aus. Jetzt jagen Sie mir aber Angst ein. Nun gut, seine Vorstellung vom Himmel sieht anders aus. Vielleicht sieht die Vorstellung vom Himmel der Außerirdischen genau so aus. Aber davon mal abgesehen, hat uns nicht das Gerät irgendwo hingeführt, sondern am Ende doch dieser Geist. Und zum Thema holographischer Fremdenführer, nennen Sie mir den Grund des fremdenführerischen Notfalls. Nun gut. Ja, was haben wir denn hier? Ein kleines Loch. So. Gucken wir doch da mal mit der Lupe drauf. Lupi. Es ist zu klein und zu dunkel, um zu erkennen, ob das Loch irgendwo hinführt. Ja, dann nehmen wir statt Lupi mal Taschenlampi. Die Taschenlampe hilft hier nicht. Okay, wir könnten es größer machen. Nehmen wir die Schaufel. So, einmal hier. Loch buddeln. Mal schauen, ob ich das Loch vergrößern kann. Vielleicht ist da etwas drunter. Ja, vielleicht lebt etwas in dem Loch da unten. Wahre Expertenaussagen. Der Boden ist weich. Locker. Das war bestimmt eine Öffnung, die über die Jahre mit Sand und Dreck zugeweht worden ist. Lassen Sie mal sehen. Ja, richtig. Sie haben wahrscheinlich recht. Yay. Das bedeutet, der Boden ist gefährlich. Es könnte hohl darunter sein. Commander, ich finde, jetzt wird es Zeit, dass ein Archäologe die Ausgrabung übernimmt. Ich bin an gefährliche Böden gewöhnt. Die Schaufel gehört Ihnen, Brink. Seien Sie nur vorsichtig. Der Boden ist nicht besonders stabil. Ich bin ständig eingesunken. Ich bin zur Vorsicht ausgebildet. Und nicht dazu, mit Pauken und Trompeten vorzugehen. Bisschen arrogant. Endlich kann ich meine Fähigkeiten einmal einsetzen. Okay, nicht nur ein bisschen. Nein, es ist völlig... Ich kann... Nein! Ah! Brink! Ich konnte ihn nicht mehr erreichen. Ich konnte nicht... Es ging einfach zu schnell. Kommen wir da runter?
Wie tief ist es? Der Schutt bildet eine Rampe. Folgen Sie mir. Hier ist er. Er bewegt sich nicht. Brink! Boston, er ist tot. Ich hätte graben sollen. Dann wären Sie jetzt tot. Ich bin dafür verantwortlich, dass... Brink und ich sind doch keine Kinder oder trainierte Affen. Wir sind erwachsene Leute und selbstverantwortlich. Es hätte jedem von uns passieren können und Sie hätten nicht das Geringste dagegen tun können. Aber ich... Brink zu verlieren? Und wir sind doch gerade erst... Hören Sie. Sie können mich nicht beschützen und ich Sie auch nicht. Es gibt also keinen Grund, weshalb wir zusammenbleiben müssten. Unsere Chancen, zur Erde zurückzukommen, stehen besser, wenn wir uns hier getrennt umsehen. Der Anfang von jedem Horrorfilm. Die Idee, sich zu trennen, gefällt mir nicht. Kluger Mann. Warum? Weil es zusammen sicherer wäre? Dann fragen Sie mal Brink. Weil ich vielleicht manches, was ich sehe, ohne Ihre Hilfe nicht verstehen kann. Wenn Sie irgendetwas Interessantes finden, benutzen Sie den Kommunikator. Bis dann. Adios. Ciao. Sayonara. Goodbye. Maggie, es widerspricht jedem militärischen Grundsatz, dass sich ein Offizier von seiner Truppe trennt. Boston, das ist hier kein militärischer Einsatz. Und Sie haben keine Truppe. Es gibt nur Sie und mich und wir wissen genau dasselbe über unsere Situation, nämlich gar nichts. Nada. Null. Wenn wir plötzlich einer feindlichen Armee gegenüberstehen, dann können Sie Ihr Kommando wieder übernehmen. Bis dann. Adios. Ciao. Sayonara. Goodbye. Und bei so einem Benehmen wundern Sie sich, wenn Sie keiner mag. Ja, schon als Kind konnte ich schlecht mit anderen zusammenarbeiten, das sagten zumindest die psychologischen Gutachten. So fühlt es sich also an zu versagen. Armer Brink, ich empfand ihn zwar als arrogant und irgendwie unsympathisch, ich finde Maggie irgendwie sympathischer, aber das hat er jetzt auch nicht verdient. Naja, okay. Die Schaufel hat er eben wieder aufgehoben. Oh, guck mal, hier ist noch eine Platte. Loopy. Sieht aus wie eine der Platten, die wir auf dem Asteroiden gefunden haben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Sieht aus wie eine der Platten, die wir auf dem Asteroiden gefunden haben. Oder sagst du es gerade zum dritten Mal? Also wirklich so ab ins Inventar damit. Huch, eine leuchtende Pflanze. Keine Anzeichen biologischer Lumineszenz. Diese Pflanzen müssen irgendwie von unten mit Energie versorgt werden. Okay, die leuchten also nicht aus biologischen, ja, im Endeffekt chemischen Sachen, die in der Pflanze passieren, sondern irgendwie werden die mit Energie versorgt, was dafür sorgt, dass die leuchten. Oh, das sieht doch genauso aus wie das Dreieck, was sich gebildet hat in dem Asteroiden. Ja, das ist doch genau das Dreieck, was sich gebildet hat im Asteroiden, nachdem wir das Quadrat ausgefüllt hatten. Und diese Platte sieht auch genauso aus, wie die, die in dem Dreieck unten war. Ich gehe davon aus, dass wir wieder einmal alle Platten finden. Oh, Nexus heißt dieser Bereich hier. So, so. Was ist das hier? Ah, das soll eine verschlossene Tür sein. Was sagt er denn dazu? Türen! Überall Türen! Hinter welcher ist wohl die Herrentoilette? Das ist die erste Tür, die du siehst. Okay, da ist noch eine, ja. Aber das ist trotzdem die erste, die er gesehen hat. Jetzt haben wir hier eine verschlossene Tür. Eine Klappe. Ja, doch, war richtig. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass ich unser Loopy auswählen muss. Eine Reihe dunkler Kristalle. Irgendwelche Instrumente? Okay. Die werden jetzt hier Knopf genannt. Und wenn ich sie anklicke, dann verändern die sich.
Huch, jetzt ist er grün. Interessant. Ach, wir hatten doch in dem Raumschiff, als wir den Geist gesehen haben, hat er uns so eine Reihe geometrischer Figuren gezeigt, die immer komplizierter wurden. Guck mal, das ist genau das. Sie werden immer komplizierter und dann kommt die nächste Farbe. Interessant. Okay, immer weiter. Okay, die Säule hier kann man... Ist ein Hotspot? Da hat aber jemand sehr lange gearbeitet, um diese feinen Muster in diese Säule zu meißeln. Wenn ich nur wüsste, wozu. Das und außerdem liegt da noch so ein Stab. So einer wie den wir schon haben. Ein purpurner Stab. Noch einer dieser gravierten Stäbe. Was ist das? Ein Zauberstab? Ein Taktstock? Ein Knüppel? Vielleicht ein tragbares Computerspiel? Aber bei meinem Glück ist es vermutlich eine Handgranate. Ja, da würde ich sagen, dann ziehen wir doch mal den Sicherungsring. Mal gucken. Oh, okay. Schau mal da. Das ist doch ganz eindeutig. Dieser Stab zeigt eine Kombination für die Tür. Dann gehen wir doch mal zu der Tür und machen sie auf. Oder probieren es mal aus. Das ist halt interessant, weil hier, es wird von Gravuren geredet und im Endeffekt ist es eher so eine Stange, an der vier geometrische Formen dran schweben. So, also. Mal hier die Klappe. Und ich, Idiot, habe vergessen, wie der Stab aussah. Ich hoffe, das kann ich mir so angucken. Zwei rote Dreiecke, ein blaues Dreieck und ein grüner Würfel. Zwei rote Dreiecke, ein blaues Dreieck. Dann muss ich nochmal ein zweiter. Und ein grüner Würfel. Dieser Würfel erinnert mich ja von der Art, wie er da gezeichnet ist, vor allem der grüne. Ich habe das Gefühl, dass die obere Seite größer ist als die untere, ne? Dass der so ein bisschen auseinander geht. Das kann natürlich auch so comichaft angedeutet einfach nur sein. Aber das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Wackelpudding. Und ich muss ja gestehen, ich bin nicht so der Fan von Wackelpudding. Vor allem nicht von Waldmeister. Waldmeister ist absolut nicht meins. Okay, das hat nichts gebracht. Aber wir haben ja eben schon als hier eine neue Tür gesehen. Und da war auch so eine Klappe. Vielleicht hier. Rot, rot. So. Blau. Und der grüne Galertwürfel. Ich habe eben gerade zu weit geklickt, weil ich eine Nachricht gekriegt habe, die ich gelesen habe. Und wenn man dann so oft klicken muss, dann wird man unaufmerksam. Der grüne Würfel, da ist er doch. Nö, bringt auch nichts. Mal weiter. Noch eine Tür. Jetzt weiß ich, warum er sagt, Türen, überall Türen. Also, wir waren bei Rot, Rot. Und dann Blau. Blau. Grün. So. Auch nichts. Dann gucken wir mal hier in den dunklen Tunnel. Und da holt er automatisch die Taschenlampe raus. Zum Glück haben wir Lampi. Und wieder eine filmhafte Sequenz. Das sind hier diese Blumen, ne? Diese leuchtenden. Aber sie leuchten nicht hell genug, dass wir was sehen könnten. Das ist hinter der Ecke. Da steht jemand, oder? Sei vorsichtig, da steht wer. Oh, nein, es ist nur ein Fels. Okay. Ja.
Das ist sehr hübsch. Also ich mag zwar keinen Wackelpudding, aber wenn ich welchen essen muss, dann ist sowas wie Himbeer oder so meine Lieblingssorte. Allgemein liebe ich Himbeeren und Brombeeren. Also Himbeerkuchen oder so, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Das ist herrlich. Was haben wir hier? Einen Knopf. Drücken wir drauf. Okay. Verschwindet hier die Wand. Ah, Schleusentür. Da ist eine luftdichte Schleuse zwischen diesen beiden Räumen. Ich hoffe, dass jetzt in dem Raum Luft ist. Und wir jetzt nicht draufgehen, wenn ich die innere Tür öffne. Ah, ein Glück. Warum ist da eine Luftschleuse da dazwischen? Das sieht aus wie ein Kommandozentrum. Ah, wahrscheinlich, damit nicht so viele Leute auf einmal rein können. Wenn es ein Kommandozentrum ist. Loopy. Sieht aus wie ein Kontrollpult, aber es scheint nicht zu funktionieren. Okay, wir haben ein kaputtes Kontrollpult. Das ist ein leuchtender Kristall. Dieser Kristall ist dunkel. Okay, ein Kontrollpunkt mit verschiedenen Kristallen. Und drei Löchern. Wie kann ich diese Stäbe hier reinstecken? Das passt nicht. Nein. Der hier? Das passt nicht. Nein. Das ist ein leuchtender Kristall. Das ist ein leuchtender Kristall. Ich suchte den Zurück-Hotspot. Haben wir hier sonst noch was? Ah, ein Fenster. Schauen wir uns mal das Fenster an. Von hier aus kann ich ein ganzes System von unterseeischen Tunneln erkennen. Können wir das auch sehen? Von hier aus kann ich ein ganzes System von... Da unterbreche ich ihn mal, weil das haben wir schon gehört. Wir müssen nicht alles 50 Mal hören. Also ich kann ihn scheinbar unterbrechen, indem ich irgendeine Anweisung gebe, wie wenn ich den Raum wechsle oder so. Aber rechte Maustaste, linke Maustaste, nö. So. Oh, hier unten ist auch noch was. Aha. Da geht's in den Keller. Mal schauen. Da sind bestimmt ein paar Leichen vergraben. Es ist heiß hier drin. Okay. Und da unten leuchtet etwas. Und da geht die Kamera runter. Okay, da geht Licht. Ich wette 10-1. Das hier ist deren Energiequelle. Ich muss jetzt nur noch den Schalter finden. Oder die Steckdose. Ist das der Oder Schalter? Den Sicherungskasten. Oder was auch immer das Ding zum Laufen bringt. Ein Handbuch könnte jetzt vielleicht helfen. Oder eine Karte. Und ein Sandwich wäre auch nicht schlecht. Und ein bisschen Musik und ein kaltes Bier. Oder einfach ein Raumschiff nach Hause. Ach, reiß dich zusammen, Boston. Genau, wir wollen hier spielen und nicht irgendwie hören, dass du ein kaltes Bier möchtest und Musik. So, also gucken wir eben nochmal runter. Ich hoffe, dass er jetzt nicht wieder anfängt zu labern. Aber wenn man mal guckt, geht hier dieses gelbe oder gelbe, blaue Zeugs da oben hin. Und hier, ah ja, guck mal, hier wird auch von der Linse geredet, hier auch, und da ist eine Linsenhalterung. Und lass mich raten, das ist die Linse. Das heißt, hier wird dieser eine Strahl, dieser eine Lichtstrahl oder was auch immer das ist, nicht korrekt dahin transportiert, wo er hin soll, nämlich hier hin. Okay. Dann haben wir hier ein Kontrollpult. Okay. Hm, ist natürlich sehr viel, was man über den Kontrollpult sagen kann, ja. Und einen dreieckigen Knopf. Ich habe mir gedacht, da ist vielleicht noch ein Kontrollpult. Dich selbst. Nichts passiert. Okay. Was haben wir hier? Lauter komische Knöpfe. Klingt irgendwie, als wenn das falsch wäre. Okay.
blaue Lichter. Ah, okay. Ich fühle hier also, das ist irgendein Code. Blau, grün, lila, gelb. Und die Mitte ist rot. Ah, da kann ich nur eins von eingeben. Okay. Und das löscht wieder alles. Lass mich raten, dann ist das hier die, ja, die Zurücktaste. Okay. Ach, ich mache einfach mal. Einfach ein bisschen Regenbogen, ha? Machen wir mal so. So. Gucken wir mal weiter. So. Lockere Platte. Das ist eine lockere Platte. Das wusste ich auch schon, das stand da. Huch, da ist hier was drin. Beziehungsweise ein blauer Kristall. Das ist ein leuchtender blauer Kristall. Und was tut er? Ah, schade, keine Antwort. Oh, jetzt ist dunkel. Ich glaube, ich mache lieber Licht. Den Knopf drücken. Ah, Moment, jetzt passiert was. Okay. Hoch, rechts, unten, links. Damit programmiere ich dieses Ding. Ich kann hier sagen hoch, links, aber was ist dann die Mitte? Machen wir mal ganz viel runter, ein bisschen nach links, ein bisschen hoch. Guck mal, was jetzt passiert. Ja, ich tue mir immer schwer, diese Zurück-Hotspots zu finden. Jetzt müsst ihr irgendwie runter und links fahren. Runter und links. Und hoch, stimmt. Moment, wenn ich den zu der Linse fahren lasse, da müsste ich nur... ein bisschen links weniger, ne? Das war ein bisschen zu weit links. Das Hoch am Ende habe ich halt auch noch weglöschen müssen. Ja, ich lösche nochmal zwei Links weg. Eins, zwei weg. Mal eins, zwei Maschinen runter. Wer das nicht kennt, sollte mal Bodo Bach hören. Von der Festplatte 2000. Ich glaube, das erste Stück. Ist immer noch zu weit, ne? Irgendwie. Oder ist es das Ganze links? Ist das noch Seiten vertauscht? Ich lösche mal das Ganze links hier weg. Das ist ja links. Das ist ja unten, was wir hier haben. Das macht er quasi am Anfang. So. Jetzt sollte er eigentlich nur runter und wieder hochfahren. Runter und wieder hoch. Also verstanden haben wir das Prinzip auf jeden Fall schon mal. Mal einmal links gucken, wie weit der fährt. Ich will immer hier nach unten gehen. Kann ich Escape drücken? Nee, schade. Oh, der fährt verdammt weit. Ich könnte ja... Das war jetzt blöd. Ah, ich kann die Animationen mit Escape überspringen. Ich kann ja nach rechts korrigieren. Ich könnte jetzt noch einmal nach rechts fahren. Vielleicht fährt er ja weniger nach rechts, als er nach links fährt.
Ich will zu dieser Linse. Ich will gucken, ob ich das Ding irgendwie mit der Linse interagieren lassen kann. So, interessant. Interessant. Jetzt ist er nur ganz wenig nach links gefahren. Okay, also. Wir fahren also mal 4 nach links und mal 1 nach rechts. Und dann gucken wir mal, wie weit die 4 nach links sind. Trecheelknopf. Ja, das ist jetzt ein bisschen hier ausprobieren. Aber das ist halt jetzt das erste eigentlich richtige Rätsel, ne? Wo man halt diese richtige Kombination finden muss. Okay, ich muss hier noch einmal nach links. Noch einmal nach links. So. Dann machen wir hier nochmal an und gucken, was passiert. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das sah so aus, als wenn er jetzt direkt vor dem Ding ist. Ich mach mal hier jetzt rot und gucke, das in der Mitte, gucke, was... Das ist ja das Letzte, was wir quasi noch nicht kennen, ne? Das ist bestimmt interagieren. Vielleicht repariert er dann, wenn wir die richtige Stelle gefunden haben, die Linse. Runter, links. Das eine rechts habe ich drin gelassen. Und der fährt wieder hoch. Okay, ich nehme das eine rechts mal raus und lasse den da ganz nach links fahren. Es ist jetzt wirklich, das ist jetzt ein bisschen, ne? Zurück. Rot. Vielleicht muss ich auch eins weniger runter. Zurück. Kontrollpult. Ich guck mal, was passiert, wenn ich eins weniger runter gehe. Eins weniger runter und nur 1, 2, 3, 4 und dann rot. Zurück. Und nochmal den dreieckigen Knopf. Aber das sah doch schon ziemlich nah dran aus, oder? Nein. Ich drücke immer das falsche Pult an. Ah ja, hier kann ich übrigens auch nicht doppelklicken, ne? Ich probiere es nochmal eins höher. Ich kann hier ganz viel eingeben. So. Hier. Das ist jetzt quasi eins weiter links. So. Jetzt einfach mal ein paar Positionen durch. Ja, also ich habe die Position von eben, dann gehe ich ein Stück weit, bin ich ein Stück weiter drüber, dann bin ich ein Stück weiter links, ein Stück weiter rechts. Und wenn eine von denen funktioniert, dann haben wir ja schon gewonnen. Jetzt macht er einen Tanz. Oh ja, haha. Da war eine Position wohl richtig. Und der hat die Linse einfach mitgenommen. Im Moment, aber jetzt könnte ich ja hergehen und könnte sagen, mein Freund, wenn man alles leer, alles auf Start, gehen wir einmal runter, fünfmal nach links und gucken mal, wo wir enden und gehen jetzt zu der Stelle, wo die Linse hin soll und machen dasselbe. Schon mal gut aus. Wir müssen noch ein Stück nach oben. Machen wir mal das Rote weg und 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Und probieren es jetzt aus. Ich meine, das am Anfang, dadurch, dass wir so viele Farben einqueuen können, müssen wir nicht jedes Mal dann den Anfang korrigieren. Wir können auch einfach ihn hin und wieder zurückfahren lassen. Ist ja egal. So, jetzt muss er nach oben. Und das hat gepasst.
Irgendwas haben wir jetzt ausgelöst. Oho. Die Tür geht auf. Ui. Jetzt ist es laut. Gucken wir nochmal runter. Ja. Jetzt sind alle Strahlen auf die Mitte gerichtet. Ladies and Gentlemen, wir haben soeben eine Alien-Energiequelle, einen Alien-Generator repariert. Und ich würde sagen, das war auch genug für heute. Wir machen für heute Schluss. Würfeln noch aus, wann die nächste Folge kommt. Und machen in der nächsten Folge weiter. Ciao, miau!